Hallo Leute, Exhumed hier wieder mit einer neuen Folge Ark Survival Evolved und wir machen genau an der Stelle weiter, wo die letzte Folge aufgehört hat. Und zwar bin ich gestorben. Mal wieder. Und ja. So, ich habe meine Sachen wieder. Erstmal wieder ausrüsten. So, wir haben neuen Pfeile. Ich werde mal jetzt das mit den Pfeilen probieren. So, hier war ja auch irgendwo ein Piranha, da ist er, glaube ich, ja. Level 40, ey, oh Mann. Ja, noch einer. Sag mal. Jetzt rechts aber langsam. Gibt's ja nicht. Oh, Not. Noch ein Piranha, ey, wo kommen denn die immer her? Es ist unglaublich. Kehrt doch den mal. Das ist noch einer. Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Aber ich war schon wieder tot, ja. Kalt halt nichts aus mit diesen Klamotten. Oh Mann. Hose kaputt. Ich schmeiß erstmal ein paar Sachen weg, was ich auch nicht brauche, weil ich brauche kein Fleisch von diesen ganzen Viechern. So, welcher von diesen Vögeln waren das hier? Das ist natürlich jetzt die nächste Frage. Irgendein pinkfarben, das müsste der da hinten sein. Jetzt kommt da noch ein Kanu an. Ja, es geht immer schlimmer hier. Warum muss der Parasaurus jetzt hier lang rennen, ey? Kann er nicht woanders lang rennen? Genau dahin, wo ich bin, ey. Das gibt's nicht. Okay, die Dodo ist dann tot. Oder? Schafft der Raptor das? Das ist einfach unglaublich. Ich krieg die Krise hier. Ich krieg echt die Krise in die Spiel. Oh Mann. Wir haben es geschafft, ja. Aber ich bin hier am Krepieren, ja. Primefleisch, super. Das kommt auch weg. Junge, 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 Junge. Ich komme einfach nicht dazu, diesen einen Vogel da zu killen. Mal gucken, ob der überhaupt noch... Was brauche ich denn dafür? Fasern. Okay. Fasern gibt es hier natürlich ja nicht. Haust du ab, du scheiße Pelagornis, ey. Muss ich hier erstmal ein bisschen Inventar aufräumen. Der hat schon wieder so viel Fleisch hier drin. Das brauchen wir überhaupt nicht. Meine Lebensenergie regeneriert sich zumindest ein bisschen. Ja. So, der ist immer noch da hinten am rumfliegen. Kill ihn, dankeschön. Ich muss irgendwie da diesen Vogel vom Himmel holen. Sofern der überhaupt noch meine Pike in der Hand hat, in der Hand sage ich schon, überhaupt noch im Inventar hat. Ja, da wieder so blöd rum.
Ja, den nicht zu treffen ist echt schwierig. Ja, war ja klar, dass es nicht funktioniert. Er kann sich auch nicht entscheiden, wo er lang fliegt. Jetzt fliegt er auf der anderen Seite wieder lang. Das ist unglaublich. Du gehst mir auf den Keks. Das kann nicht wahr sein. Kannst du dich mal vor einer Seite entscheiden? Weil ich muss hier nicht fürs Wasser, weil da mir noch der Piranha ist. Okay, der war dann mal daneben. Okay, getroffen. So, er hat natürlich nicht mehr meine Metallpike. Es ist ja klar, warum sollte er die auch im Körper drin tragen? Die passt sowieso nicht in ihn rein. So, das heißt, er hat mir die geklaut und die ist weg. Findet ihr auch total toll, wa? So, zweiter Versuch. Jetzt werde ich mal sehen, dass ich irgendwie nach Hause komme. So, Steine mal fallen lassen. Ich schmeiß das trotzdem mal weg, weil ich muss irgendwie... Genau. Sonst ist schwer zu... völlig schwer beladen, nämlich hier. Ich bin immer noch am Verhungern. Eine Mijo Berry. Ist nicht gerade viel. So, kleine Erkundungstour, wieder völlig in die Hose gegangen. Wie so ein Ärmer geworden um eine Metallpike. Das ist natürlich total schlecht. Immerhin, wir haben zwei Dodos gezähmt. Könnt ihr euch ja schon mal überlegen, was für ein Name wir geben. Ich hasse ehrlich gesagt die Pelagornis. Pelagornis, Megos, Pegomastax und solche Viecher, die sind echt schlimm, die einem immer Sachen klauen halt. Ich meine, die Metallpike jetzt am Anfang ist schon gravierend, aber geht noch irgendwo verschmerzbar. Schlimmer sieht es aus, wenn man später mal irgendwie mit der Ausrüstung hat und die irgendwie klaut wird von dem Vieh. Jetzt müssen wir leider warten, bis der Dodo hier mal hinterher gelatscht kommt, weil ich leider nur einen mittragen kann. Der war nur Level 36. Er läuft halt sehr langsam. Aber noch sind wir nicht an der Basis angekommen. Das heißt, es kann noch alle mögliche schief gehen. Falls hier wieder neue böse Tierchen nicht spawnt sind. Vor allem gegen die Pelagons kann man sich auch total schlecht wehren halt, weil die immer ja, irgendwelche Sachen klauen und dann... Ich weiß auch nicht, warum die aggressiv sind eigentlich, ja? Weil eigentlich sind ganz normale Seevögel. Mir gefällt zumindest diese Mechanik nicht, aber gut. Ja, das ist jetzt hier. Noch ein bisschen Leder. Na komm, Dodo. Hier ist doch schon wieder... Ach, das ist... okay. Dodo. Muss unbedingt mal ein paar Bären sammeln. Oh, Kompis. Ach, guck mal an, jetzt verteidigt er mich, ja. Und der ist auch nur auf neutral gesetzt. Das ist halt, was ich echt nicht verstehe bei dem anderen Freund. Als der Raptor gestorben ist, hat er mich nicht verteidigt. So, Dodo ist da.
dann können wir weiter. Kommen Sie mit, kleine junge Dame. Oder der Herr, keine Ahnung. Level 12, der kann auch nichts. Seitdem sie die genervt haben, sind die so total schlecht. Wo ein Dilu ist, da ist der andere natürlich nicht weit entfernt. Bären essen, dann bin ich hier gleich tot im Fall. Wir haben es fast geschafft. Wir sind fast zu Hause. Da muss ich erstmal für Nahrung sorgen. Ach, das ist schon wieder ein Dilu. Nicht da. Seltsam. Und wir haben wieder ein Level up. Ich gebe mal auf Ausdauer. Ausdauer ist nicht verkehrt. Schon wieder ein Kombi. Die sind auch nervig, die Viecher. Und auch ziemlich schwierig zu zählen. Da braucht man dann Primefleisch. Die nämlich nur dieses Luxusfleisch. Ganz anspruchsvoll, die Viecher. Und sie sind sehr schnell wieder... ist die Betäubung wieder weg von denen. Dann braucht man eine ganze Menge Narkotics oder Bären. Muss man die zwangsfüttern, bevor sie aufwachen. Und dann Primefleisch reinlegen. Aber ist, glaube ich, schon verdorben hier. Ja. Sonst hätte ich ja mal so ein Kompli machen können. Da ist schon wieder ein Dilu. Mal gucken, was für ein Level hat er. Wir haben ja ein Fernglas. Achso, geht nicht, weil ich, okay, den Dodo halte. Level 40. Neue Leder wieder und wir holen mal so Fleisch. So, da ist die Basis. Wir haben es geschafft. Eine kleine Weltreise hier. Ach ja. Es dauert immer alles länger, als man denkt, ja. Wenn unterwegs halt immer wieder neue Dinos, Dinosaurier spawnen. Hier kann so viel schief gehen in dem Spiel, das glaubt ihr gar nicht. Einen kleinen Vorgeschmack habt ihr ja schon erlebt jetzt in der letzten Folge. Und das wird nicht besser. So. Ein Dodo. Nee, bleib mal da. Pfeifen einer anhalten. Okay, du bleibst da. Du kommst auch her. Und verhalten du Folgen deaktivieren. So. Passiv habe ich es jetzt immer nicht gemacht. So, wir haben zwei Level 111 Dodo sicher in der Basis. Einmal ein Weibchen und einmal... Ey, cool, wir haben ein Weibchen und ein Männchen. Das heißt, wir können die paaren. Da können wir kleine Babys machen. So, andere Seite. Parken wir dich mal hier in der Garage. Folgt's mir immer noch. Du sollst doch mir nicht folgen. So. Dachte, er folgt mir gerade wieder. So, jetzt muss ich unbedingt was essen. Das machen wir jetzt zum Schluss noch. Hunger, Hunger, Hunger. Ich hab Hunger. Ich muss unbedingt was essen. So.
Da kommt das rein. Einmal noch Sparkport. Ich hab noch irgendwo Sparkport, oder? Nee. Okay. Dann machen wir es anders. Okay, der hatte auch ein Ei schon gelegt. Dann nehmen wir dem mal ein bisschen Nahrung rein, damit er nicht verhungern und nicht sterben. Und der kriegt die anderen Bärchen. Super. Okay, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause. Entschuldigung. Ich habe gerade in mein eigenes Haus gemacht. Okay. Wir gucken uns in der nächsten Folge mal an, was wir so machen. Ich denke mal, wir werden mal die zwei Dodos miteinander paaren. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Dann kriegen wir einen kleinen Baby-Dodo raus. Vielleicht kriegen wir sogar Zwillinge raus oder Drillinge. Das gibt es auch, die Möglichkeit. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es hier heißt, Jagd auf Dinosaurier eventuell. Nein, auf jeden Fall erstmal überleben. Ja, in Ark Survival Evolved. Ciao, ciao.